Hallo und herzlich willkommen bei Allegrias Landhaus. Das ist unser erstes Video aus unserem Garten und wir möchten euch heute auf einen kleinen winterlichen Rundgang in dem hartgefrorenen Garten mitnehmen. Mein Mann ist so nett und filmt mich jetzt und ich erkläre ein bisschen was. Los geht's! Hier in dieser hässlichen, in dem hässlichen Betonkübel habe ich Sand gebunkert. Für alle möglichen Zwecke. Ganz viel ist nicht mehr über. Den habe ich gerettet, als der Vorgarten umstrukturiert wurde und der Mutterboden komplett abgetragen war. Bin ich runter in die Grube und siehe da, unser feinster Bausand aus dem Jahre 1991 kam wieder hervor und ich konnte ihn für diverse schöne Dinge verwenden. Zum Beispiel zeige ich euch gleich mal. Diese kleine niedliche Lehmziegelwand, die eine Wildbienennisthilfe werden soll. Ich muss allerdings ganz dringend noch Löcher als Einstiegsmöglichkeit bohren, bevor es März wird und die ersten Bienen kommen. Darüber befinden sich zwei Bienensteine. Die werden in der Regel, wenn sie angenommen werden, von den Wildbienen besetzt und dann zugekittet, aber wie ihr hier seht, haben die lieben Vögel sich wohl bedient und das leckere Innere ausgehöhlt. Okay, muss ich vielleicht nächstes Jahr mal einen kleinen Draht davor machen. Weiter geht's. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Blogpost zur verdeckten Mülltonne. Voila, hier ist sie. Ich verlinke nochmal zu dem Beitrag unter dem Video. Tada, die hässliche gelbe Tonne. Nun gehen wir mal etwas weiter. Das hier ist das Sonnenbeet. Das heißt so, weil es die sonnigste Stelle im Garten ist. Leider bin ich mit der Bepflanzung jetzt gar nicht mehr zufrieden und möchte da einiges anderes machen. Und ich habe noch eine Idee. An diesem schönen Ende soll entstehen, da wo das große Gras ist, das ja nicht heimisch ist und hier eigentlich nichts verloren hat, kommt einmal eine Steinpyramide hin für die Tiere und davor ein Sandarium, ebenfalls für die Tiere. Was tut man nicht alles für die lieben Tiere? Unser Sommerwohnzimmer, wobei im Hochsommer kann man nicht wirklich im Pavillon sitzen, es ist zu heiß. Aber in der Übergangszeit ist es wunderbar. Und was ihr hier gerade im Bild seht, ist unsere Wiedenmiwi, die Wildbienennisthilfe. In den Bohrungen finden die Bienen ein wunderbares Zuhause. Außerdem sieht es auch noch hübsch aus. Ich weiß, eigentlich braucht man sowas nicht machen, aber das ist auch was fürs Auge, für den Gärtner und für die Besucher. Und irgendwie finde ich den ganzen Kerl ganz lustig. Dann gehen wir noch mal etwas weiter nach hinten. Unsere Blutblütenhecke ist auch im Winter noch relativ blickdicht. Hier haben wir ein neues Apfelbäumchen. Ich gucke gerade mal. Es ist der Topas. Die Sigrun vom Bergblumengarten hat auch einen solchen in ihrem Garten oder im alten Garten gehabt. Und ich sagte, ich wollte noch einen solchen pflanzen. Ihr seht, ich bin vergesslich, denn der Topas ist schon da. Hier haben wir eine Rankhilfe für eine Rose. Ich habe im Moment keine Verwendung, jetzt liegt sie da. Jetzt kommt eine etwas tiefere Ecke. In der steht unser Gewächshaus. Leider habe ich das im Winter bisher noch gar nicht genutzt. Nur ein paar Hostertöpfe, die nicht ganz frostfest sind, stehen im Inneren. Das soll sich ändern, wo ich doch jetzt das tolle neue Buch zum Wintergemüseanbau habe. Und man sieht, es muss demnächst sauber gemacht werden, damit mein lieber Mann sich wieder übernimmt. Diese Sichtschutzwand, die Nachbar-Swimmingpool verdeckt, ist nicht hübsch. Aber ehrlich gesagt, wir haben uns damit arrangiert, denn sie hat einen großen Vorteil.
sie nimmt den scharfen kalten Ostwind vom Gewächshaus weg. Ein Vorteil für uns. Außerdem kann ich jetzt ohne schlechtes Gewissen unseren Reisigzaun deutlich erhöhen, um das schwarze WPC zu verdecken. Die Tiere werden sich freuen. Hier schlummern weitere Hostertöpfe und warten aufs Frühjahr. Mal schauen, was wiederkommt. Unsere Kompoststation produziert ständig Gärtners Gold. Ist der Hinterausgang unseres Gartens. Es geht in den sogenannten Babywald. Auch dazu gab es mal einen Post, den werde ich euch unter dem Video verlinken. Ist eine tolle Sache, man kann gleich hier rausgehen und ist da hinten an einem Graben. Da geht es dann allerdings nicht mehr weiter. Im Sommer ist es blickdicht, da guckt keiner mehr durch. Ist hier eine relativ schattige Ecke, darum sind hier auch schattenliebende Pflanzen untergebracht. Das werdet ihr im Sommer dann mal sehen. Jetzt sind wir im Gemüsegarten. Unsere Hochbeete sind der Knaller schlechthin. Wir hatten zunächst zwei große, dann haben wir im Jahr darauf noch zwei etwas kleinere, weil der Platz nicht reichte genau. Und es ist sowas von entspannt, im Hochbeet zu gärtnern. Aber glaubt bitte nicht, dass die Schnecken nicht hineinkommen. Die können durchaus krabbeln nach oben. Aber ihr könnt sehen, es gibt noch Mangold, wobei er momentan gefroren ist und nicht geerntet werden darf. Wir haben noch Möhren im Boden, die kriege ich aber im Moment nicht raus, weil sie stocksteif gefroren sind. Die Radieschen haben es leider nicht geschafft, die sind in der dreiwöchigen Kahlfrostperiode glasig geworden, die kann ich nur noch entsorgen. Davor wächst wilde Rauke und hier vorne, siehe da, oh Wunder, kommt Feldsalat. Hätte ich nicht gedacht, dass der noch keimt, der war vor kurzem noch nicht da. Und irgendwo versteckt sind auch noch kleine Endivien, ich finde sie gerade nicht mehr. Muss woanders sein. Egal. Hier entsteht was Neues. Auf diesem Beet war letztes Jahr noch eine Reihe Himbeeren und der Rest war relativ ungenutzt. Die Himbeeren, die habe ich in die Umrandung des Gemüsegartens umgesetzt. Und hier wird ein Schlüssellochbeet entstehen. Das heißt, in der Mitte ein Kompost, der immer nachgefüllt wird. Außenrum eine Umzäunung, damit die Erde nicht wegpurzelt. Leider sind mir die Weidenstecken und Haselstecken ausgegangen. Ich muss sehen, dass ich mehr Flechtmaterial bekomme. Dann häuft man die Erde etwas an und hat immer eine Nährstoffversorgung aus der Kompostkiste, wenn es dort hineinregnet. Die Nährstoffe schwimmen nach außen aus. Mal gucken, ob es funktioniert und ob ich genügend Flechtmaterial finde, um dieses Beet fertigzustellen. Ich habe auch schon Ideen, was da dieses Jahr reinkommt. Vermutlich Kartoffeln, denn die standen letztes Jahr in diesem Beet hier vorne. Da wächst jetzt ein wenig Knoblauch und über den Rest des Anbaus habe ich mir im Moment noch keine Gedanken gemacht. Was da so grün rausguckt, ist Flächenkompostierung. Da wächst nichts, aber es richtet sich wieder auf. Ich habe die Abfälle vom Gemüse einfach aufs Beet geschmissen. Die Lebewesen werden sich das in den Boden ziehen, sobald er mal wieder auftaut. Schauen wir mal. Dann muss ich euch noch was zeigen. Dieser Baum ist ein Sturmopfer aus dem September 2017, als es uns auch den Essigbaum umgehauen hat. Der schöne Apfelbaum, ich weiß gar nicht, was es für einer ist, könnte ein James Grief sein, war so kopflastig und in der Schräglage, dass wir komplett alle fruchttragenden Äste absägen mussten. Aber ihr seht, er treibt wieder aus. Man kann ihn auch als lebendes Totholz bezeichnen, denn diverse Pilze haben sich schon angesiedelt. Finde ich sehr interessant. Und ganz unten an seinen Fuß habe ich einen Efeu-Ableger gesetzt. Er klemmt ihn schon. Und wenn der Baum mal nicht mehr ist, wird es ein schöner Efeu-Baum werden. Meine Gemüseschnippelstation, wenn ich für den grünen Smoothie ernte.
Hause und die Vögel derzeit Schlittschuh laufen, unser Teich, irgendwann wird er wieder auftauen. Spirale, die ich im letzten Jahr gebaut und gepflanzt habe. Ist das nicht alles prächtig gekommen? Hier wird ein Meer von Königskerzen dieses Jahr in Blüte gehen und ich fürchte, wir kommen hier nicht mehr durch. Muss ich mir was überlegen, rausholen kann man sie nicht, sie sind Tiefwurzler, aber ich glaube, es ist ganz lustig an der Stelle. Sie haben sich dort selber ausgesamt, sie sollten da gar nicht sein, aber so ist das mit der Natur. Hier ginge es in den Vorgarten, aber für heute endet der Rundgang an dieser Stelle. Im nächsten Monat, das ist der Februar, nehme ich euch mit in den Vorgarten. Versprochen. Seid ihr wieder dabei? Tschüss, eure Allegria.